Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Clock Tower 3. Und ja, ich bin... Warum bin ich beim letzten Mal gestorben? Obwohl ich, wie wir sehen, ich habe noch genug Lavendelwasser. 6 Stück, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig entziffern kann. Ja, aber ich muss ehrlich sein, ich will die noch nicht verbrauchen. Moment. Da kann man auch runter, sehe ich gerade. Das sehe ich mir mal an. Und die Virendatenbank wurde aktualisiert. Ja, ich hoffe, das sieht man im Video nicht. Okay. Und wir haben bis jetzt jedes Mal so einen G-Blatt drin erhalten, nachdem wir einen besiegt haben. Jetzt kommt wieder der Typ. Dazu springe ich wieder. Den Typ können wir schauen. Also Typ, ja, wir wissen, du kannst viel schneller rennen als ich. Hier kann ich schwer kriegen und zu öffnen. Ja, typisch stark mit dem X-Men her. Wenn es dir Spaß macht, ja, dieser Stalker. Ah, ich finde die Musik hier cool. So, dann schaue ich mir hier an. Ich bin jetzt mal irgendwo gestorben. Jetzt habe ich noch viel weniger im, auf meiner Leiste. Ach du, da liegt was. Richtig. Und Ziegelstein. Sehr schön. Ziegelstein, super. Autsch. Sterf, sterf ist und. Ah Mann! Ich hasse es. Benutzt nicht den hier. Ich benutze den Wendel. Ich mach mich nochmal sterben. Beruhig dich. Beruhig dich. Autsch. Da liegt was. Hey, das sind der Holzkiste. Was haben wir? Distribution Plan. Was will mir das sagen? Ernsthaft, was will mir das sagen? Ich habe absolut keine Ahnung, was mir das sagen will. Aber wir haben ihn. Und der Typ hat gerade einen Salto gemacht, habe ich das richtig gesehen? Und unser Siegelstein ist schon wieder zersprungen. Und er can't get away, sagt er. Mann! Friss das! Okay, da scheint Wind nicht zu mögen. Okay, was haben wir hier drin? Kann ich hier von hier... B1. Tschüss, Typ! Das nächste Mal tschüss! Habe ich den Typ King? Der Typ kann sich sicher auch teleportieren, wie seine anderen Freunde. Ich beginne mal bei B1 und arbeite mich dann runter. Moment, geben wir es mal. Start. Ich schaue jetzt nochmal diese Akten. Dieses Ding, das ich gerade bekommen habe. Dieses Wartungshandbuch. Da haben wir B1, B2, B3. Und von B1 komme ich zu A2. Oder so in der Art. Keine Ahnung, was das sein soll. Ich verstehe es nicht. Aber hier gibt es anscheinend gibt's eh nicht. Moment. Karte. Nein, das wollte ich nicht. Karte. Ich dachte, mit CD könnte ich gleich die Karte aufrufen. Gut, da unten sind zwei Türen. Da oben brauche ich den... Brauche ich einen Schlüssel oder so. Das sieht mir nach so einer Falltür aus. Okay, hier komme ich nicht weiter. Ah! Wo kam der auf einmal her, ey? Da sind Handschuhe drin. Ja, Handschuhe auf Doom! Gummihandschuhe auf Doom! Wofür ich mich nicht brauche? Ich habe Gummihandschuhe. Ich bin episch. Ja. Der Typ, ja, ich muss ehrlich zugeben, der hat mich... Ein Schutzschild, das kommt wohl... Ja, dann schalten wir wieder ein. Scheint nichts zu passieren. Supi. Hallo, Typi. Du gehst mir auch gar nicht... Ach, die Nerven. Halt die Klappe. Der Typi hat mich ja überhaupt nicht erschreckt. So ein Arsch.
Komme ich hier überhaupt jetzt weiter? Ich weiß es nicht. Ich hoffe es zumindest. Weil sonst jetzt in einer Sackgasse. Und jetzt wünsche ich die Stromanzeige dann bis aus. Verdammt, ich bin schon wieder hin. Ich will nicht jump, ich will nicht jump. Elisa. Wow. Nein, Elisa, geh weiter! Beruhig dich, Elisa. Geh da. Nein, 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 beruhig dich! Nein! Ah, nee! Jetzt muss ich den ganzen Scheiß hier nochmal machen! Mann, das ist, das finde ich so scheiße in dem Spiel. Man stirbt so leicht. Oh. Ich dachte, das wird jetzt wieder eine schöne, ruhige Episode, wo ich ein bisschen was rumforschen muss und so. Und bevor wieder so ein komischer Killer auftaucht, es werden wieder schöne Episoden. Aber nein, es muss wieder so ein Scheiß-Killer auftauchen und dann noch beschissener als die anderen beiden. Aber ich weiß, ich probiere. Ne, das bringt mir auch nichts, wenn ich das mache. Hallo Typi, der mich umbringen will. Hallo! Ja, ich muss da rein, abgesperrt, ja, benutzen und rein. Der Typ rennt mich hinterher und er ist natürlich schneller wie ich. Ja, ich gehe mal hier lang. Ja. Okay, ja, schön, dass du mich erwischt hast. Doch kann ich. Indem ich einfach in den Lift gehe. Geht mal B2. So, hier im Lift, denke ich, kann sie sich mal beruhigen. Ich bleibe jetzt hier im Lift, bis sie sich beruhigt hat. Beruhig dich, Elisa! Beruhig dich! Warum beruhigt sie sich nicht? Wenn der Typ mich jetzt irgendwann nochmal überrascht, was er hundertprozentig tut, wenn ich hier irgendwas... Moment, ich schau mal schnell auf die Karte. Okay, was haben wir hier? Ich schau mich jetzt... Wie viel Zeit habe ich jetzt überhaupt noch? Ja, 7 Minuten. Auch wenn der Typ mich jetzt nochmal umbringt, ist mir jetzt egal. Der kommt jetzt sicher wieder irgendwie überraschend von hinten! Was habe ich gesagt, Leute? Habt ihr es gesehen? Der Typ war auf einmal wieder da. Es hat gemacht und der Typ war wieder da. Ja. Oh, nice trick. Ja. Interessant. Der Typ soll brennen. Sehr schön. Damit ist der Typ für kurze Zeit mal ausgeschaltet. Und es geht auch meine Leiste runter, sehe ich. Deswegen warte ich jetzt hier etwas, bis sich meine Leiste wieder gesenkt hat. Ich denke, mit dieser Brechstange kann ich wieder unten im B3, müsste es sein, dieses Ding aufbrechen, wo sie gesagt hat, ich brauche irgendwas, um es aufzumachen. Es ist zu schwer. Ja, ich gehe einfach mal weiter. Das wird sich auch unterwegs beruhigen. Der Typ geht von hier nicht so schnell weg. Erst wenn ich den Raum verlasse, ist er da wieder weg. Oder wenn ich speichere in diesen Raum oder was, das kann ich jetzt hier eh nicht. So, gehen wir da rein. B3, ich gehe mal wieder speichern jetzt. Ich habe jetzt die Brechstange und ich will jetzt speichern gehen. Auch wenn der Typ mich verfolgt. In den Speicherraum. Ich will jetzt speichern gehen. Ich sehe schon kommen, dass der Typ gleich wieder von irgendwo dahergesprungen kommt und mich verfolgt. Oder er kommt mir entgegen. Das wäre auch lustig.
Ich will auf jeden Fall jetzt speichern. So, hier speichern. Ja. Wie viel Zeit? 4 Minuten, 5 Minuten, ja. Leute, ich habe jetzt echt... Ja, es ist halb zwei. Ja, und ich bin jetzt müde und habe jetzt nach diesen Schocks keinen Bock mehr gerade, und deswegen würde ich sagen, ich beende hier. Tut mir leid, dass es diesmal kürzere Parts sind, aber es gab eben letztes Mal den ganz langen Part, und ich denke, das sollte dafür entschädigen, dass die Parts heute etwas kürzer sind. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Ihr könnt mir gern ein paar nicht spoilerische Tipps geben. Zum Beispiel, ja, ich denke, die Gummihandschuhe sind ein Item für einen Geist. Und so ein Geist, die Geister haben mir bis jetzt immer nur solche blöden Tarnringe gegeben. Ich kann mich zwar kurz unsichtbar machen, was mich kurz vor dem Typ schützt, was ich vielleicht auch dem nächsten Mal benutzen werde. Aber ich werde sie nicht wirklich benutzen, und ich werde auch nicht wirklich ewig nach diesen Geistern extra suchen, nur um die Dinge abzugeben. Und da oben war sonst, außer den Gummihandschuhen, war da nur so ein Stein, der ist so super, den würde ich gern haben. Aber wegen dem gehe ich jetzt nicht extra wieder rauf, sondern ich werde nächstes Mal weitergehen. Und versuchen mit der Brechstange, wo? Moment, ich gehe mir zu den wichtigen Objekten. Wichtige Objekte. Dieser Brechstange, die ich hier gefunden habe. Und die geben mir halt, diese Kleeblätter geben mir zusätzliches heiliges Wasser, habe ich gemerkt. Aber eine längere Leiste wäre auch schön. Eine längere Leiste da oben links. Wenn die ein bisschen länger wäre, wäre das auch schön. Die haben wir, die Brechstange. Der werden wir nächstes Mal diese Bodenklappe aufmachen. Und so wie es ausschaut in dem Kleeblatt, haben wir noch zwei Endgegner. Weil wir haben ja eh da die heilige Flasche, die jetzt Level 3 ist. Kristallsturm. Und im Bosskämpfen haben wir noch immer zwei Abwehrpfeile, die den Feind wegboosten, und einen Bindungspfeil, den ich aber aufbehalten werde. Ja, die werde ich auf jeden Fall aufbehalten. Ich weiß gar nicht, ob ich weiß, spätestens im letzten Kampf werde ich sie benutzen. Denn ich denke, der letzte Kampf wird am härtesten sein. Der letzte Kampf wird wahrscheinlich gegen diesen Fettsack sein. Aber ich schinde schon wieder Zeit für den Part. Sind jetzt inzwischen schon bei 13 Minuten. Aber egal. Das würde ich sagen, das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mit Clock Tower 3, nächste Woche wieder. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.